しまえたらいいですよし、Schwenne, hi, Flo. Yeah. Lisa, was die Scheiße. Bin schon ganz schön nervös, muss ich zugeben. Was haben Sie dir angetan, Mia? Also letzter Stand nochmal für alle, damit wir auf demselben Standpunkt sind. Wir haben das Video von der Mia gesehen, wo ich mich vor der Alten da verstecken musste. Und jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich muss ja hier irgendwie den Raum verlassen. Gucken, was, ob ich hier irgendwas noch finde. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Da war was. Aha, guck mal. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. What the fuck, who is Lukas? Okay, gucken wir weiter. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das in Bayou gestrandet ist. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay, ein Sch- Da gucken wir mal. Wer hat denn da gehostet? Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder wegzieht. Nee, hat jemand anders gehostet? Egal. Gucken wir mal weiter. Vielen Dank auf jeden Fall für den Host. Ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Nackter Mann. Mal gut, bin mir wirklich nicht gereiert. Klar, das hatten wir gestern schon gelesen. Da ist die Flinte. Dietrich habe ich auch keinen mehr. Okay. Da ist auch nichts. Das ist eine Engelsfigur. Okay. Ob ich die kann ich nicht kombinieren. Ah, okay. Chemikalien kann ich schon mal mit Kräutern verwenden. Schon mal gut zu wissen. Pistolenmunition. Ah, da fühle ich mich ja direkt sicherer. Okay, das geht nicht. Da brauche ich wahrscheinlich einen Dietrich für. Gehen wir ans andere Ende von dem Balkon hier. Irgendwo die Alte gehört. Die Karte checken. Zimmer der Großmutter, okay. Im Kinderzimmer ist Schlangentür. Wer ist eine Schlangentür? Was ist da? Da brauche ich einen Schlüssel für. Da gehen wir mal durch die linke Tür, oder? Da kam ich doch schon her.
Sendung schon. Ja, ach ja, klar. Ich gehe dann mal weg. Ich könnte unten schon einen blauen Hundekopf einsetzen, ne? Vielleicht geht es dann irgendwie weiter. Wo bin ich eigentlich? Ja. Uhrpendel. Wo war denn die andere Uhr nochmal? Ach Mann. Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Ich behalte es mal. Da ist die Shotgun. Boah, die Schatten hier, die sind wohl nervig. Ich guck mal, ob ich hier nochmal raus kann. Ich meine, da war doch nur keine, genau. Was war das? Ja, ich bin aus Düsseldorf. Ach so, von wo bist du eigentlich? Ich habe eben gedacht, wo bist du eigentlich? Ich habe mal hier im Spiel. Ich bin aus Düsseldorf. Ich wohne in Düsseldorf. Aber ich bin nicht gebürtig aus Düsseldorf. Das muss ich klarstellen, weil die Düsseldorfer in der Regel alle ziemlich versnobbt sind. Blöde Propeller da, ne? So, jetzt fehlt noch ein Hundekopf. Den finde ich bestimmt hier. Was steht da? Ah, das habe ich schon gesehen. Hey Bulli, grüß dich, hallo. Kommst du ein bisschen mit Nervenkitzel denn hier? Ich geh nochmal da oben gucken. Ich glaube, da war ich noch nicht ganz zu Ende. Oh! Da sitzt die Oma. Da waren sie zu wieder. Oh, da krieg ich Gänsehaut, die guckt. Die Oma guckt. Die Oma guckt. Ich krieg einen Affen, die Oma guckt. Ah, hier muss ich rein. Ich muss jetzt quasi durch diese blaue Tür da. Dann halte ich mich links, laufe geradeaus und da ist dann noch Richtung Badezimmer. Okay, okay, okay. Also hier durch. Oma, seit wann sitzt du da? Lass mich bloß in Ruhe. Schnell weg. Sonst nicht, dass die Oma hier irgendwie kurz hin macht. War ich in dem Raum schon drin? Weiter dran war ich drin, aber ich gucke lieber nochmal.
Nicht, dass ich da gestern irgendwas gedacht habe, doch, hier habe ich ja eben noch alles geguckt. Gehen wir mal hier weiter. Hier passiert sowieso jetzt wieder irgendeine Scheiße. Hier war ich nämlich noch nicht. Okay. Dunkles Badezimmer. Voll mein Ding. Aha, die Holzstatue, die müssen wir auch mal sehen. Scheußlicher Haufen von wer weiß was, alles klar. Tja, manchmal liegt jetzt die Kohle nicht nur auf der Straße, sondern auch im Klo. So, jetzt ist die Tür wieder zu, warum ist die Tür zu? Ah, neue Schublade, toll. Money. Ja, Mann. Hallo, wer bist du denn? Solche Sachen nicht. Ganz anders als zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst. Wodurch du, salopp gesagt. Ja, damit ich hier Gruselatmosphäre habe, aber ich, vielleicht lässt du sie besser auf. Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Soll ich auflassen? Ja, lass ruhig auf. Hallo Happy Hippo, grüß dich. Ins Bein? Warum denn ins Bein? Geht der dann zum Boden oder was? Er ist aber doch jetzt, ja, der ist wahrscheinlich genauso wenig tot wie eben. Jetzt habe ich hier flüssige Chemikalie, alles klar, damit kann ich mir mein Dings machen. Da war ich ja eben schon. Also, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ah, da liegt er noch. Kann ich mir den Teil von dem nehmen, ne? Und das Bein, ja, das ist natürlich eine gute Idee, ja. Gebe ich euch recht. Okay, jetzt gehe ich erstmal runter. Ja geil, die Oma ist weg. Wo ist die Oma hin? Ach, leck mich doch am Arsch. Die Oma kann doch nicht die ganze Zeit hier durch die Bude cruisen, wie sie will. Nee, das kostet mich Nerven, ey. So, jetzt nehme ich hier die Statue und stelle die mal hier drauf. Dieses Schattenspiel hatten wir ja eben im Video von der Mia schon. Na, wer findet Geheimgänge? Wer baut diesen Mist? Ich glaube, die Tür geht jetzt zu. Da passiert jetzt irgendwas. Ich komme gleich wieder da. Ich muss aber gerade kurz was schauen. Ja, schön ist da. Alles klar, ich bin hier. So.
atmet mir ab und mir ganz schön ins Ohr, ey, der Knaller. Aha. Jo. Zahnelch, ne? Was für Leckerli denn, Lisa, bitte? Eine Batman-Tür. Auch geil. Das waren grüne Kräuter, oder? Nix Fleisch da. Ich kann aber auch die Chemikalien. Ah, so mache ich mir Munition. Auch cool. Das ist immer. Ich werde die auf meine alten Tage noch zum Chemiker. Nochmal Munition. Nice. Was war das? Da hat es doch gerade gerappelt. Jemand ein Bier? Alte Lasagne? Ne, das ist nicht mehr da, hat der Opa schon gegessen. Werden. So, pass mal auf, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier bin. Ich stehe gerade vor der Tür, wo ich nicht weiß, was die für einen Sinn hat. Egal. Follower hier, Follower da, Follower sind wunderbar! Danke dir! Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Jingle erschrocken, Alter. Danke für deinen Follower. Ach, meine Fresse, ey. Geil. Könnte ja angeln gehen mit den Maden, ne? Aber. Ah, komm, hier sind wir Notizen. Guck mal, was hier drauf steht. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts. Also werden wir sie beseitigen. Interessant. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. Okay. 13. August. Obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Okay. Und die Kinder? Das ist die Mia. Guck mal, bald darüber. Ach, warte mal, was ist das denn? Was ist das? Was ist denn für ein Bild? Ist das die Oma oder was? Oder die Marguerite? Mein Gott. Wir werden es wohl herausfinden. Das? Alter Elektroladen oder was? Ja, den Tag. Wenn mir einen Gefallen bleibt, bitte liegen.
erinnert mich ganz schwer im ersten Teil an die Frösche da in dem. Also rechter Gang, ja. Wünscht mir Glück. Erstmal hier rein oder was? Ich denke schon, oder? Da ist, glaube ich, ein Ruheraum, oder? Ja. Mal kurz durchatmen. Muni. Ich speichere hier mal sicherheitshalber ab. Alles überschreiben wir natürlich. So. Was haben wir denn hier? Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um herauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen, das ist klar. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Also den dritten finden wir im Keller. Ja, ist ja toll, ne? Mal schön wieder in den Keller gehen. Macht ja unglaublich viel Sinn. Okay, die Räume mit Kiste werden so angezeigt, alles klar. Ich glaube, ich mache mal sicherheitshalber ein bisschen Muni. Schuss, da muss doch was gehen, oder? So, dann gehen wir mal in den Keller. Wo genau sonst? Mutig, den Mutigen gehört die Welt. Kommt da gleich wieder bestimmt so ein Matschbubi, oder? Der sich schön aus der Wand hier fallen lässt. Ah, da ist er schon. Oh, ab, Mann! Der Schuss ging schön in die Weichteile, ne? Alter, Mann. Auch alles immer von der anderen Seite verschlossen. Gecheckt, aber ich gehe trotzdem erstmal in den Nähern. Keinen Bock. Hier noch irgendeine böse Überraschung. Gut, Pistolenmunition kann man immer gebrauchen. Sehr cool. Handtücher brauche ich weniger.
ist eine Chemikalie. Also das sieht mir so aus, als käme ich gleich. Ich wollte gerade eine Granate laufen. Bleib bitte stehen. Herr je, ey, hab ich mich hier. Dieser Puppe, ich hab andere Sorgen hier. Es ist aber auch wieder zu geil, ne? Ich denke, ich müsste einen Nahkampf machen, weil ich mich total erschrocken habe und verbrauche eins von meinen guten Heildingern, ja, ey, muss ich ja direkt ein neues machen. Was ist hier denn, ey? Alles klar. Ja, Leute, was ist denn jetzt los hier? Ich hab keine Muni mehr, verdammte Hacke. Ist doch scheiße sowas. Fünf Schuss im Keller voller Affen. Ja, besser ist da halt, glaube ich, nicht so die beste Möglichkeit, die Platz zu machen. Ja. Hi Styler, grüß dich. Ach, Mann ey, was ein Tupp ist hier. Ja, was kann man denn hier machen? Ach ey Gott, ey, ist da noch einer. Was soll das denn? Jetzt hätte ich hier keine anderen Sorgen. Thank you.
Also, sorry, ist mir ein bisschen zu bunt jetzt hier. Skorpionschlüssel, schau an. Dietrich, schau an. Schöne Kräuter, bam, jetzt läuft sie aber mal so richtig. Schatz. Hallo Kumpel, jetzt bin ich bewaffnet. Gotcha! 7. Wie viel Schuss braucht der? 6 Schuss? Oh meine Fresse, ey. Warte, gucken, was ich noch im Inventar habe. Skorpionschlüssel. Ja, das ist doch schon mal geil. Da mache ich jetzt erstmal wieder so einen Gesundheitszauber. So, jetzt habe ich erstmal wieder 2 Heildinger. Das ist ja schon mal viel wert. Aber warte mal, ich muss mal gerade gucken. Was muss ich denn da eigentlich nochmal suchen? Den Hundekopf finden. Flinte bekommen. Alles klar, ich muss erstmal den Hundekopf finden. Ja, dann schauen wir mal, was hier so ist. Geht's auch schön weiter tiefer in den Keller. Das macht Sinn. Unglaublich viel Sinn. Gerade in solchen Horrorstreifen wie hier. Shotgun Mini bringen, aber erst mal was, wenn ich Shotgun Mini hab, ne? Okay, ich hab keine Schlangenschlüssel, wo brauche ich den Skorpionschlüssel? Ich kann nicht zurückgehen, ne? Das war so klar, dass hier wieder so ein Pisser kommt. Panik macht sich bereit. Wo muss ich hin? Ich will doch nur hier weg. Die andere Seite verschlossen. Toll. Was war das? Ey, Alter, wo komme ich denn hier raus? Klasse.
Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, im Sonnenraum hier. Das ist was wie mit dem Schweizer Taschenmesser gegen Adolf Hitler kämpfen. Ey, das ist doch nicht normal, ey. Pass auf, jetzt kommt ja auch noch was raus. Verschlossen. Da ist nichts drin. Ah, hier kommt jetzt die nächste Überraschung bei William wahrscheinlich. Mal schauen. Ja, aber hier. What the fuck? Wieso ist denn da hier keine. Ist ja, wieso ist denn hier nichts drin, ey? Aber Travis. Travis ist verschlossen. Was habe ich da genommen? Weiß wieder keiner. Oh, super. Leck mich am Arsch. So, dann gucken wir mal. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Tamara und ein Handabdruck. Drei A und ein Handabdruck. Hier war Tamara drin. Tamara mit 3A und ein Handabdruck. Dann machen wir das hier auf, oder? Das ist jetzt ist Travis frei. Pass auf, jetzt gibt ja irgendwie so ein Scheffel hier raus. Ja, das war so klar. Na super. Ich hab mein Bein verloren. Genau. Was zum Teufel? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Schlüssel für Zerlegungsraum. Jo, alles klar. So, jetzt habe ich den Schlüssel für den Zerlegungsraum. Und nur ein Messer. Aber wo war der scheiß Zerlegungsraum? Nur ein Messer. Links.
Okay. Jetzt bin ich schön mit einem Messer bewaffnet im Verlegungsraum. Oh, nicht du schon wieder, ey. Du kommst hier nicht raus! Ich bin tot. Hey, die Genobi ist geil. Danke, danke. Ja, wir sollen mal neu starten hier, ne? Ich habe auch keine Mühe. Wie kann ich den Knaller denn hier platt machen, ey? Das ist doch scheiße, ist das doch. Ich habe auch keine Funden. Okay, komm. Jetzt mal ein bisschen. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Müll. Jetzt mal ein bisschen durchsuchen hier. Schon alles finden. Thank you.
muss noch einen Typen hier platt machen, ne? Schießpulver habe ich. Ich habe keine Chemikalien. Tja. Alles klar, mach das, wie genug ist. Ja, komm. Dann gucken wir jetzt mal aufs Maul wieder.
Ja, Leute, wie kann ich denn jetzt hier wegkommen? Der wacht doch sowieso jetzt gleich wieder auf, oder? What the fuck, Alter? Der Typ ist doch nicht ganz dicht im Kopf. Da kannst du mir doch sagen, was du willst. Oh, hab ich Kräuter? Nein, natürlich nicht. Ich bin super low. Scheiße. Puh. Ja, bestimmt wieder von diesen Affenköpfen ein, oder? So komische Matsch-Menschen. Ich den noch mal hin. So, jetzt muss ich erstmal speichern, ey. Mann, ey. Das war aber ein krasser Fight, du. So. Ich spiele jetzt noch 5 bis 10 Minuten weiter, dann machen wir Schluss. Das war spannend gerade. Alter Schwede. Ja klar, da sitzt die Oma. Na super. Großes Kino. Wo war nochmal die verschlossene Tür? Also hier rechts rum. Da ist die Skorpiontür. Wo habe ich die? Da ist die Skorpiontür. Aber bestimmt hinterkommen, oder? Oder hinterkommen? Ja, das haben wir nicht zu sagen. Kreuz.
Kiespulver. Vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen hier vielleicht. Leute, Leute, Leute. Rumlaufen. Das ist bestimmt noch irgendwas zu entdecken. Aufsitzmäher. Was haben wir da? Pillen. Mal gerade, ob ich die Pillen hier irgendwie verwenden kann. Ne. Nahrungsergänzungsmittelpillen, die Nervenzellen, wenn du. Warte, was kann man hier? Was? Okay. Ach, Text, alles easy. Alles easy, aber war gerade schon. Ein ziemlich heftiger Bossfight, muss ich sagen. Kein Platz für flüssige Chemikalien. Ja, ich brauche aber die flüssige Chemikalie. Das hilft ja nur alles nichts, ne? Scheiße, ich brauch die Pistole. Ja, ich geh jetzt erstmal hier rein. Ah, okay, alles klar. Das ist schon mal gut. Kann ich mir die Pistole Chemikalien nämlich verlassen? Schießpulver. Kombinieren mit flüssiger Chemikalie. Zack, habe ich wieder Munition. Ja, ach, Text, das ist alles halb so wild. Trag dich ruhig ein, wenn du gewinnst, schreibe ich dir dann. Übrigens werde ich morgen, und das ist voll geil, zwei Tickets verlosen. Ein Ticket mit Goal und Rini und eins mit Team Niederroller. Niederroller dürfte PvP-Freunden bekannt sein. Der ist auch jetzt dabei und hat sich bereit erklärt, ein Ticket zu spielen. Voll geil. Ehrlich, also morgen werden zwei Osiris-Tickets verlost. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich, unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Ja, der von heute Morgen, Tex. Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ja, also Tex, entweder der selber oder einer aus seinem Team. Oder zwei aus seinem Team. Morgen früh mache ich wahrscheinlich nur bis 6:45. Ich werde jetzt auch aufhören. Ich gucke jetzt, dass ich hier kurz speichern kann.
Und dann bin ich mal offline. Für heute. Ja, da kann ich speichern. Sehr cool. Eine defekte Pistole habe ich hier. Okay. Die werde ich bestimmt für irgendwas brauchen nachher. Tue ich den jetzt mal weg. Ich denke, das Video ist mal weg. Das Video hier habe ich ja schon gesehen. Aha, ich muss ja 8 Dingsmünzen reintun, um an die Wumme zu kommen. Das steht hier. Der Körper fühlt sich immer seltsamer an, auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Lasse. So, was haben wir hier? Da muss ja irgendwas drin sein. Ist aber nicht, ne? Ne. Was ist denn da drin? Was ist das? So Leute. Ja, sauber Crankstar, es läuft, geht doch voran. Cool. So. Ich werde mich jetzt für heute verabschieden. Ich habe genug. Ich denke, ich werde vielleicht morgen eine Stunde noch streamen. Und ja, dann ansonsten auf jeden Fall morgen wieder Destiny morgen früh. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht. Und ja, wir sehen uns morgen. Morgen 16 Uhr. Startet die Verlosung. Die Ziehung werde ich dann irgendwann etwas so zwischen 4:30 und 5 machen, vielleicht auch erst um 6:30. Also schaut auf jeden Fall mal rein. In diesem Sinne, benehmt euch, bleibt sauber und bis morgen. Ciao, ciao.